Carpador, Carpador, Carpador. Und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Skyblock. Hypixel Skyblock. Beim letzten Mal habe ich vergeblich versucht, zusammen mit Zombie einen Hasen zu angeln, aber am Ende hat sich herausgestellt, dass irgendwie der Carrot Bait gar nicht für einen ganz normalen, fluffigen Hasen ist, sondern für irgendeinen ultra kranken Hasenboss. Und ich konnte ihn gar nicht angeln, weil ich den Angler-Skill dafür gar nicht habe. Heißt aber nicht, dass ich diesen Traum aufgegeben habe. Ich war fleißig angeln, aber dabei ist noch was anderes passiert. Ich habe plötzlich ein ganz anderes Monster aus dem See gezogen. Ich habe dann direkt Aufnahme gedrückt. Okay, Leute, ich habe ein Problem. Ich habe was geangelt. Nein! Und es ist unter mir! Nein! Oh, ich hätte euren Rat befolgen können. Ich habe gedacht, hey, was kann passieren beim Angeln? Oh, man kann hier in der Bank sein Geld abgeben. Oh, verdammt! Nein! Geh weg! Es hat so viel Leben! Mit der Angel auf Distanz halten. Ich bin so gespannt, was es droppt. Ich hoffe, es droppt was Cooles. Oh nein. Achtung, Achtung, Flop. Okay, warte, wir machen abwechselnd. Jetzt bin ich einmal dran. So, ja, jetzt bist du dran, Flop. Los! Ja, okay, jetzt mache ich. Oh, ich will den Kill. Bitte lass mir dann den Kill. Nein, Flop! Nein, ich bin ins Wasser gefallen! Nein, geh weg! Geh weg! Nein, nein! Da, Flop ist schon wieder dran. Was ist das? Nein, Flop! Oh nein, nein. Okay, okay, Flop, alles gut. Oh nein, ihn hat's erwischt. Letzter Schlag mit dem Schwert! Ja! Halt's auf! Ich hab das Monster bezwungen. Danke, Flop, du bist der Beste. Aber irgendwie hat's nur ein paar Prismarinen-Shards getroppt. Mein neuer bester Freund. Was geht hier ab? Ich habe gerade eine Fehlenseele geangelt. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, danke. Endlich, ja. Also schlussendlich habe ich es dann geschafft, 50 Fische zu angeln. Das braucht man nämlich, um hier, guck mal, den Fishing-Minion zu bauen. Das sieht sehr cool aus. Aus einem Kreis von Fischen und einem Schwert in der Mitte. Der kann dann ganze Zeit fischen und mein Fishing-Level erhöhen, bis ich dann den Hasen fangen kann. Aber um den Hasen zu besiegen, brauche ich dann natürlich noch eine krasse Rüstung und ein Schwert. Und für all das Zeug brauchen wir natürlich Zombie! Oh, da ist er! Und es ist Nacht geworden. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wo bin ich? Du bist auf meiner Insel. Guck mal, ich habe was gebaut seit letztem Mal. Ich habe so einen Tempel gebaut und in der Mitte ist unsere Jukebox. Ist das nicht romantisch? Der super Tempel. Ich hab hier Weizen gebaut. Ja, ich weiß. Ich bin auf den Server gekommen und plötzlich waren überall Weizenfelder. Und die Bäume hast du auch da gelassen, ungefällt. Er hat einfach unten drunter ein Weizenfeld gepackt. Ja, ich weiß, dass man noch weiß, wo die Bomben hingehören, wenn wir die wieder aufstellen. Wir brauchen mehr Weizen. Oh, es wird Tag. Ich habe ganz viel gefischt. Guck mal, Zombie, hier in die Kiste. Ja, die unteren Fische, die sind die Spieler uns gestern zugeworfen haben. Aber guck mal, ich habe noch eine Rune geangelt, eine Lava-Rune. Oh! Und kannst du Runen benutzen? Ich weiß es nicht. Da braucht man irgendeinen bestimmten Rang, um Runen benutzen zu dürfen. Oh, schade. Und ich kann dir noch was Cooles craften. Ich habe auch Geschenke dabei, Maudado. So, okay, das ist ein Wettbewerb, was cooler ist. Oh, Squid Head. Eine extra Chance, Squids zu angeln und man ist ein bisschen schneller. Nice. Ich habe auch was mit Thema Schnelligkeit zu tun hat. Lol. Da. Okay. Ein Grappling Hook. Eine super Angel. Oh Gott. Und das ist ja richtig cool. Was zur Hölle. Vor allem, wenn ich da der auf diesen... Der funktioniert in der Luft auch. Du musst nicht warten, bis der landet. Du kannst aber... Oh Alter, Gott. Hat er einen Cooldown? Ganz gering. Und wenn du dabei springst, okay, fliegst du noch weiter. Okay, das warte. Das ist super cool. Oh, ich bin von der Insel gefallen. Ah! Nein, ich hab's auch gedacht. Ich hab gedacht, ich bin cool. Oh. Ach, hier verliert man gar kein Geld, wenn man hier stirbt.
Wenn Monster enthüten schon, wenn man runterfällt nicht. Ah, das ist praktisch. Ja, ich habe ganz viel gefischt. Hier unten die Fische, die wurden uns die ganze Zeit zugeworfen. Wir waren gestern so umzingelt von allem Möglichen. Und damit können wir jetzt Fishing-Minions machen, die für uns fischen. Ich weiß nicht, weißt du, ob die alles fischen oder ob die einfach nur Fische fischen? Vielleicht angelt ihr alles, das könnte auch sein. Wäre aber crazy. Das wäre echt verrückt. Bin ja gespannt, der braucht bestimmt Wasser oder so. Ja, ich denke es auch. Ich will die auch hier vorne platzieren am Eingang. Ich will es ein bisschen umdesignen und direkt, wenn man durchs Portal hierher kommt, soll man wissen, was für eine Insel das ist. Das Portal kannst du sogar auch aufheben und woanders platzieren, ne? Ja, aber ich glaube, ich lasse es hier so ungefähr. Ja, mal, ich habe es auch gelassen, aber... Dann habe ich den Eingang, da hinten die heilige Musikbox. Da links will ich eine Insel hinmachen, bei der ich meine Rüstung erfarme. Ich brauche nämlich, mein Ziel ist, in diesem Projekt, ich spiele jetzt Minecraft Hase... Du willst einfach den Hasenboss besiegen. Ich will den Hasenboss besiegen. Bedeutet, ich brauche die Angler-Minions, um mir das Level hochzufarmen und noch eine Rüstung und ein Schwert. Ich habe für den Minion hier eine Kiste gemacht. Wo ist der Minion? Warte, die sehen ultra cool aus. Guck dir die mal an. Ah, ich habe für den Fisch-Minion eine Kiste gebaut. Guck, I need to be around water. Der hat ultra viel Platz, der wird alle Fische angeln, ja. Alter, was ist das für ein Ding? Das hat auch Ewigkeiten gebraucht, weil man halt 50 Fische per Hand angeln muss und die irgendwie nur jeder 10. Angelwurf oder jeder 15. Angelwurf gibt diesen blöden Fisch. Das war echt anstrengend. Okay, aber der ist nur upgradebar mit rohen Fisch. Ja, jetzt musst du ihn ja nicht mehr selber angeln, jetzt musst du ihn ja nur allgemein bekommen. Ja, jetzt arbeitet der für mich. Ich mach hier gar nichts mehr. Jetzt verstehe ich auch, warum du so geil bist auf dieses Automatisieren nach 3 Stunden Angeln. Ja, und du brauchst halt 50.000 Fische für die letzteren Rezepte, also das angelst du nicht. Nee, habe ich auch nicht vor. Okay, jetzt bräuchte ich noch einen zweiten Wassereimer, einen Eimer Wasser. Den konnte man kaufen, oder? Da ist Wasser, guck. Ich habe einfach nur so gebaut, dass das Wasser in die andere Richtung fließt und es passt. Ich hätte aber gerne ebenes Wasser, ich gehe einen Eimer kaufen. Ja, 20 Münzen kostet einer. Vor allem den... 12 nur, vor allem den Eimer, dazu kriegt man ja gratis. Achso, Lava kostet dann 20. Achso, wegen der Weizeninsel, ja, die wollte ich unbedingt mal sehen, genau. Deswegen habe ich die Weizenbots gemacht. Achso, ja, man kriegt von denen auch immer Items, mit denen man Insel spawnen kann. Es gibt auch eine Fischerinsel, auf die bin ich sehr gespannt. Also ich habe bei meinen ganzen Sachen, die ich gemacht habe, bisher noch keine Insel bekommen. Deswegen wollte ich die Weizeninsel mal unbedingt sehen. Okay, er hat schon Fisch geangelt. Alle 90 Sekunden ein. Oh. Der wird eine Weile brauchen. Aber wir haben schon das Rezept für die Farming Island. Wir brauchen nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 5, 30 Erde. Obwohl, wir haben vielleicht diesen Trade für Seeds, da muss ich nicht mal von der Insel runter. Ja, wenn du Samen brauchst. Ja, das ist eine Doppelkiste voll. Das ist meine Samenkiste. Ich wusste nicht, ob man mit denen irgendwas anderes machen kann. Ich habe gedacht, ich könnte alle meine Samen verkaufen, aber ich wollte warten, bis du... Das okay gibst. Es gibt dieses Trade-Menü im Inventar. Das ist genau unter deinem Profil. Da kannst du zum Beispiel bei den ersten Samen Samen gegen Erde tauschen und so. Ja, es ist günstiger, die eigentlich den Samen zu verkaufen und davon Erde zu kaufen letztendlich. Aber es geht. Es gibt dieses Trade-Menü. Ja, wenn man gerade es braucht. Zu faul ist. Ich glaube, ich würde mach hier eine Lilipad-Brücke rüber. So, okay. Ich craft das Maudado. Bin so gespannt. Das wird so cool. Hoffentlich. Ich hoffe, die überschreibt nicht irgendwie meine Insel. Nee, ich glaube, man muss, das sagt immer, hey, da muss Platz sein. Ja, so. Ich mach's am Steg da gerade, oder? Da in die Richtung? Könntest, ich weiß ja nicht, was rauskommt. Hast du eine Ahnung? Irgendwie, nein. Entstehe! Hallo, was muss ich eigentlich machen? Auf dem Boden? Oh, hä? Ja. Oh! Hä? Da ist deine Farminsel. Sogar mit automatischem Weizen, der wächst. Hä? Wie cool. Wie krass ist das? Aber leider keine Tiere. Ich hab gehofft, das sind Tiere drauf. Alter. So, was haben wir hier? Ja genau, hier haben wir Weizen. So einen kleinen Weizendrohne, die automatisch Weizen macht. Kann man die abbauen? Ich glaube nicht. Ich hab sie geschlagen. Ah. Okay. Das ist das Feld unter dir kaputt gemacht. Ja, ich pflanze nach. Jetzt kannst du hier immer von automatisch selber von Hand liegen und das pflanzt dir immer wieder neu. Das ist wieder da in der Lobby. Alter, jetzt muss ich es nicht mehr automatisieren. Ja. Oh, guck mal. Und endlich Samen. Ja. Ja, aber die ist echt cool. Die hatte ja so eine richtige Animation beim Entstehen. Ja, also die ganzen Blöcke so hingeflogen. Hypixel ist echt krass. Ach, ich habe sogar Lilipads. Ach, damit wir da rüberlaufen können. Ja, aber natürlich im Slalom. Warte, ich habe sogar noch was. Ich habe nämlich 2 von den Kisten gecraftet. Oh, der hasst die Lilipads. Oder? Nee. Ach, weil du was umgebaut hast. Weil ich die Kiste hingestellt habe. Ja, guck, und der hat gerade einen Lachs gefangen. Ja, ich sehe es. Roter Lachs. Krass.
Dann können die auch Clay angeln. Mit Clay kann man ja später auch irgendwas machen. Warte, und wenn ich das jetzt rausnehme, ich guck mal, wie viele Fische wir haben. Ich habe 50 gesammelt und jetzt nehme ich einen raus. Und jetzt sind es 51. Wow. Ja, komm, dann bauen wir hier einfach. Ach, jetzt ist da die Farminsel. Du hast gesagt, ich soll da hin machen. Ja, ich weiß. Aber das war auch nicht gemeint, dass du schuld bist. Das ist meine eigene Schuld. Wir können doch in die andere Richtung bauen oder so. Ja, dann gehen wir in die andere Richtung. Bauen wir einfach einen Weg nach da drüben. Hier können wir ja später bauen. Wir lassen ihn hier noch ein bisschen farmen. Einfach danach drüben und bauen schon mal eine Stelle. Ich wollte da dann auch so eine Schmiede und alles hinbauen, dass es cool aussieht. Schmiede? Na, und man kann maximal 8 Minions haben, oder? Das steigt. Ach so. Das ist nämlich auch die Sache, warum ich nicht bei Zombie wohne. Irgendwie müsste ich doppelt wohnen, weil pro Insel hat man halt dieses Golem-Cap. Und Zombie braucht natürlich seine Golems. Ja, eben, dann könnte Maudado halt nichts Eigenes angehen. Braucht halt seine Golems. Heißt, ich könnte auf Zombies Insel keine Golems platzieren. Heißt, je nachdem wird das hier meine Farminsel und vielleicht ziehe ich trotzdem noch zu Zombie. Darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Und jetzt sagt der Server, nein, kaputt. Nee, ich baue, keine Angst, wie jedes Mal. Meine, das ist echt immer die Sache, dass wir die Wege immer anders wollten und dann haben wir die immer umgebaut. Ich erinnere mich an Minecraft Sky, jetzt haben wir die immer umgebaut und ich habe sie zurückgebaut. Bei Minecraft Leben auch schon, bei allem. Das war immer lustig. Kann ich hier jetzt schon platt? Ah ja, hier, zack. Okay, und dann kann ich hier später eine Farminsel machen. Gerade ist noch alles ungesichert, es wird alles noch in schöne Brücken verwandelt. Ganz sicher. Wie der Tempel hier in der Mitte. Ich habe die mittlere Brücke schon 3 breit gemacht, während du mit den Fischleuten gearbeitet hast, ja. Oh, ich könnte hier alles aus Wasser machen und dann zu Lilipads rüberlegen. Das wäre klug. Maudados Wasserreich. Ja. Maudados Angelreich. Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz in die Mine, hol da Kohle. Und schau dann mal, ob ich da schon eine Rüstung freischalte, wenn ich da kurz bin. Oh, ich nehme hier auch Eisen mit. Dann kann ich mir Eisen-Equipment machen. So, 50 Eisenerz. Ist aber hier so flott mit den Farmen. Hier stehen hier plötzlich Bäume. Die ganze Insel sieht dadurch so anders aus, weil die so klein ist. Haben die irgendwas? Oh, guck mal, da hat jemand einen Schwamm geangelt. Ich habe auch einen Schwamm geangelt. Weißt du, für was Schwämme sind? Oder sind das einfach nur seltene Blöcke? Ja. Ah, ein Sponge-Rod, also eine Sponge-Angel. Ja. Ja, mit 4000 Schwamm kann ich einen Schwammhelm bauen. Und eine Schwammrüstung! Ich kann eine ganze Rüstung bauen. Vielleicht gibt's auch einen Schwammboss, der ganz viel Schwamm droppt. Und mitten im Game, der Maudado. Ja. Hallo. Hallo. Warte, ich platziere gerade noch Fackeln, weil dann spawnen hier nicht mehr die ganze Zeit Monster, was sehr angenehm wäre. Ja. So, dann loote ich noch das Eisen und dann würde ich, glaube ich, sagen... Zombie? Ja. Das sah gerade richtig merkwürdig aus mit dem. Der hat doch gerade einen Block in mich reinplattiert und mich fast umgebracht. Attentäter da. Dann war's das mit der heutigen Folge. Wir haben ein bisschen was erreicht. Wir haben unsere Angel-Minions gesetupt. Als nächstes wird die Rüstung angegangen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Zombie vorbei. Da gibt's auch Skyblock. Und sechsmal. Tschüssi. Tschüss.